Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und das hier ist der letzte Part von diesem Projekt. Könnt ihr es glauben? Ich jedenfalls nicht. Ich habe mir jetzt nichts Besonderes vorgenommen, aber ich möchte einfach, dass alle irgendwie auf jeden Fall Platin-Level erreichen, also viele Wünsche halt noch erfüllt bekommen. Und wir schauen einfach mal, was sich so ergibt. Vielleicht besuchen wir noch irgendein Gemeinschaftsgrundstück gemeinsam. Es ist jetzt ja eh Wochenende, also von daher kann man das auf jeden Fall gut machen. Und am Ende der Folge verrate ich euch dann, wie es weitergeht. Hier sind auf jeden Fall unsere süßen Romy und Raoul noch am Turteln, während Riley wahrscheinlich gerade baden möchte. Ja, weil sie eben Sport gemacht hat. Aber es sollte keiner mehr verrecken, weil die sind auf jeden Fall alle noch von der Leiste relativ weit entfernt. Das finde ich sehr, sehr schön. Außer es passiert jetzt ein Unfall, aber das finde ich ganz, ganz schrecklich. Er möchte mit seiner Frau nochmal ein Date haben. Und das können wir auf jeden Fall gerne machen. Kann ja auch hier auf dem Grundstück passieren. Die kann ja trotzdem nochmal ein bisschen in Love sein hier. Okay, er möchte mit ihr essen gehen. Weiß ich jetzt nicht, aber eine Kissenschlacht, süß, mit ihr reden. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Die können ja auch einfach mal ein bisschen rumblödeln, ne? Also, das Leben war immer so ernst, ja? Da kann man das hier schon mal machen. Sie hatten gerade ein Minus, das finde ich gar nicht in Ordnung. Das gibt's hier nicht, Leute. Minus. Romy, nein. Hör auf, immer schlafen gehen zu wollen. Vor allem, die stehen hier so im Zimmer von ihrer Tochter. Ja, bisschen wild. Das ist gerade richtig unangenehm, Leute. Also, die wollen auf jeden Fall auch einen Techtelmechtel haben und, naja. Man gönnt sich ja hier sonst nichts, ne? Ja, genau. Telefonier mal lieber. Ist vielleicht besser. Ich bin jetzt gerade nicht in der Downtown. Bin hier gerade beschäftigt. Im Auto? Ja, okay, dann geht halt ins Auto. Ist für mich jetzt kein Problem. Können wir machen. Das sind so wilde Hilden, ey. Ja, schmust noch mal rum und dann könnt ihr hier ein Techtelmechtel machen. Das ist, Hauptsache, sie hält das Lenkrad fest, obwohl sie nicht fährt. Okay, viel Spaß, ne? Also, ich möchte jetzt nicht unbedingt zusehen, wenn das nicht sein muss. Ne? Ich glaube, er ist auch so ein bisschen verwirrt darüber, was da abgeht. Ich glaube, die Interaktion ist ein bisschen buggy. Es braucht sehr lange, bis es überhaupt erstmal startet. Oh mein Gott, die ist ja übel müde. Ich glaube, das mit, dass wir nochmal irgendwo hingehen, müssen wir an einem anderen Tag machen. Also beziehungsweise morgen dann oder so. Traumhaften Date kommen wir jetzt natürlich nicht mehr, aber das ist jetzt auch in Ordnung. Es kann nicht immer alles perfekt laufen. Du schläfst bitte nicht im Bett deines Kindes, danke. Du bist wirklich spitze, Baby. Wir sollten das unbedingt wiederholen. Aha. Yay, ein Logikpunkt. Sehr, sehr süß. Dann wird die mitten in der Nacht schon wieder wach. Naja, er wünscht sich zu nähen. Dann soll er das mal tun. Ach, jetzt hat sich hier auch so eine Rose hingestellt. Och, Mann. Man kann das hier hinstellen. Süß. Ja, das macht mich glücklich. Was bist du denn für eine dicke Katze? Blender. Geil. Yeah, kann jetzt coolere Sachen auch nähen, außer nur Topflappen. Ich bin sehr stolz auf ihn. Kann er auch weitermalen, weil er möchte ja auch immer noch sein Meisterwerk. Ich fände es cool, wenn wir das schaffen, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist, weil anscheinend ist es deutlich seltener als in den neueren Teilen, dass man ein Meisterwerk malt. Raoul, romantisch war die Zeit mit dir inmitten dieser Blütenpracht und wenn ich an dich denke, mein Schatz, mein Herz ein Sprünglein macht. Och, ihr seid so süß. Ich weine. Stimmt, wir waren noch nie in einem Restaurant, oder? Wir könnten ja mal in ein Restaurant gehen, als Familie so. Das wäre unheimlich süß. Es ist halt jetzt 6 Uhr morgens, ne? Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt machen sollte schon. Können ja zumindest warten, bis es hell wird. Oh, das sieht voll hübsch aus. Warte, wie macht man das, wenn man jetzt einfach alle sagt, dass alle sich ins Fahrzeug setzen sollen? Fahren da alle mit? Ich hoffe. Sie zieht sich noch nicht mal um. Fräulein. Nee, du setzt dich jetzt auch ins Auto. Ja, Blackie muss jetzt nicht unbedingt mitkommen. Aha. Botanikrestaurant? Wir sonst lassen doch nach Kulinaria gehen, wenn sie losfahren würden. Hallo? Ich weiß nicht, aber Autos in diesem Spiel sind auch ein bisschen wild, weil anscheinend funktioniert das ja nicht so gut. Die sind mal aussteigen oder anscheinend. Ich hoffe, dass es dann funktioniert. Vor allem die Hausfrau ist einfach nur gekommen, damit sie direkt da geht. Oh, jetzt hat es funktioniert. Ah, dann. Okay, man darf sie anscheinend vorher nicht reinsitzen. Das ist doch auch schon wieder Quatsch, oder? Das sieht hier sehr schön aus. Würde natürlich gerne an einen Tisch geführt werden. Oh mein Gott, was hat sie an? Gut, dann ist sie halt in Schlafkleidung. Okay, man muss sich einzeln an den Tisch führen lassen anscheinend. Okay, sie lässt sich schon bequatschen von dem Kellner. Hä? Warum ist er denn jetzt hier? Ey, das gibt's doch nicht. Wir müssen mal den Platz freigeben. Am besten alle. So, wenn ich jetzt eine Gruppe bildet, ja? Hat sie gerade Nein gesagt? Ihr macht mich so fertig, ne? Wenn die sich jetzt einfach hinsetzen, klappt das dann? Ich habe keinen Plan. Kann auf jeden Fall nicht bestellen. Aber ich verstehe nicht, wie kann man denn zusammen essen? Oh mein Gott, ich muss das mal googeln, ey.
Okay, man kann irgendwie dann die Sims einladen. Wir gucken mal. Sie hat so richtig Hunger, es tut mir so leid. Katastrophe mal wieder hier. Ich finde die Option nicht. Das ging ganz einfach. Okay, hier steht nochmal das mit dieser Gelegenheitsgruppe. Ist das nervig gerade? Vor allem sie in den Schlafanzug. Ne? Warum hat sie darauf keinen Bock? Ich raste gleich komplett aus. Ich meine, vielleicht, weil sie so schlechte Laune hat, aber... Okay, also die Eltern haben auf jeden Fall zugesagt. Wenn ich jetzt sage, an den Tisch führen lassen, klappt das jetzt? Wir sind jetzt zumindest eine Gruppe. Die sitzt da am Bar, als wäre die so ein 40-jähriger Typ. Okay, also Raoul kommt auf jeden Fall auch. Und Romy ist auch auf dem Weg. Oh mein Gott, okay. Wir haben das Rätsel auf jeden Fall jetzt gelöst. Woo! It's been a million years. So, für alle bestellen. Ach süß, wir können das auch einzeln machen. Okay, also sie bestellt so ein Filet. Für Romy bestellt sie einen Chefsalat. Und für Raoul bestellen wir den Hummer. Bestellung ausgeführt? Ah, okay. Das muss man anscheinend so bestätigen. Oh, nee. Oh, da will man einmal hier essen gehen, ja? Oh, das ging ganz schön schnell. Oh mein Gott. Schlimmer hätte es ja wirklich jetzt nicht kommen können, oder? Dieser Kellner ist absolut unfähig anscheinend. Warum sieht das komplett gleich aus? Das soll Hummer sein, das ist ein Chefsalat oder ist das die Vorspeise? I am confused. Guten Appetit. Mit ihrem Nachthemd sitzt die hier. Ich kann nicht mehr. Alles läuft hier schief. Naja, immerhin unterhalten die sich hier ganz nett. Coupon benutzen. Stimmt. Downtown-Restaurant-Coupon. Hier sind auch die Fotos. Das habe ich ganz vergessen. Oh mein Gott. Nutzen wir doch den Coupon. Abspülen? Wir sind hier im Restaurant, Girl. Wir fahren jetzt nach Hause. Es reicht hier schon wieder, ja? Ich glaube, mehr Chaos hätte man hier auch nicht erleben können, oder? Vor allem, sie hat hier eine schlechte Memory, weil das Essen hier massiv verschüttet wurde. Oh mein Gott, werden die Bedürfnisse zurückgesetzt? Ach so, okay, ich dachte schon. Sie ist zwar noch nicht mal ganz satt geworden. Traurig. Sein Bild kann er verkaufen. Sie kann ja gleich vielleicht nochmal ihre Freundin einladen. Dann hat sie vielleicht irgendwas Positives an diesem Tag, ja? Wie nett, dass du mich einlädst. Ich rät's mich noch wenig auf. Er kann jetzt Vorhang, breiten Vorhang und Teddybär machen. Ich will einen Teddybär haben. Oh, guck mal. Die Öms hat auch Öms Unterwäsche an. Hallo, Sophia. Ihr Süßen. Kleiner Bär. Oh. Er wünscht sich einfach gefühlt nur was mit College. Jemanden überreden, einen anderen Zimmer einen Streich zu spielen. Ausgehen. Sportparty veranstalten? Was ist denn mit euch? Das ist süß. Was guckt sie mich denn so an? Teenager hier schon techtelmächteln? Oh nein. Och nö. Das ist doch widerlich. Diese Folge. Ich glaube, das Spiel möchte auch einfach, dass ich aufhöre, hier zu spielen. Widerlich. Minus 1000. Sie hat irgendwas abgelehnt oder so, glaube ich. Mit drei verschiedenen Sims rumschmusen. Nee. Kleiner Bär wurde abgeschlossen. I love him. Süß. Ich finde das ganz toll. Dann könnt ihr ja noch unterm Wolkenhimmel kuscheln. Wer bist du? Sie. Ihr seid doch so süß. Cuties. Und dann reden die über irgendwelche Terrarien. Und Klaviere. Wow. Ich glaube, die können auch den ganzen Tag da hinten schmusen. Das wird keinen interessieren. Wow, hier ist bei ihr alles voll. Sie kann ja gerne übernachten. Romy? Nein. Telefon klingelt. Wieso muss sie dann rennen? Kann ich Romy sprechen? Ja. Dann können wir ja mal Reste rausnehmen aus dem Kühlschrank. Mal was essen. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wo ich hier halt das Ende setzen soll. Mein Gott, es gewittert einfach. Als ob Sophia einfach rausgeht. Was mit ihr? Okay, sind jetzt alle friedlich am Schlafen. Und ich würde sagen, dass ich den Moment nutze und euch jetzt erklären möchte, wie es in Zukunft weitergeht. Ich habe ja bereits angekündigt, dass ich gerne in Sims 3 mit diesen Sims weiterspielen möchte. Dass ich sie dann neu erstelle und so und dass wir dann da quasi mit Riley dann spielen. Aber es wird zunächst erstmal eine Pause geben. In dem Sinne, dass ich erst warten möchte, bis ich dann meinen neuen PC habe, damit wir auch wirklich sicher gehen können, dass Sims 3 so gut es geht laufen kann. Weil wir wissen alle, wie Sims 3 ist. Außerdem braucht das Ganze natürlich dann Vorbereitungszeit, weil ich muss ja dann entscheiden, in welcher Stadt spielen. Wir spielen in der Custom-Content-Stadt oder in einer von dem Spiel selber. Und welche dann? Dann muss ich ja überlegen, wie baue ich das Ganze auf. Dann muss ich die Sims ja alle nachstellen, die halt irgendwie eine größere Rolle spielen. Also klar ist Romy, Raoul, Riley. Dann Sophia würde ich auf jeden Fall erstellen. Und vermutlich auch ein paar Freunde von Riley. Vielleicht auch neue Freunde, ich weiß nicht. Und dann möchte ich das ja auch so vorbereiten, dass es ungefähr auf demselben Level ist alles wie jetzt hier. Nur, dass Riley eben dann schon eine Erwachsene ist, genauso wie Sophia.
damit wir ohne Probleme mit denen weiterspielen können. Ob ich die dann direkt in einen Haushalt setze oder nicht, weiß ich nicht. Vermutlich nicht, weil wer weiß, ob die da überhaupt so krass connecten. Das ist ja immer noch eine Highschool-Liebe. Aber ich denke, ihr könnt mir nachsehen, dass ich dafür natürlich dann auch erstmal Zeit zum Vorbereiten brauche etc. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die ich auf jeden Fall mit einbringen soll oder so, könnt ihr es mir gerne schreiben. Ansonsten braucht es jetzt halt einige Wochen, bis wir dann soweit sind. Jetzt sind mal so 1-2 Monate. Bis dahin kümmern wir uns dann vor allem um die 100 Baby Challenge und die Lucky Legacy. Das heißt, die kommen dann jetzt erstmal im wöchentlichen Abstand. Also beispielsweise kommt jetzt ja am nächsten Samstag spätestens kommt dann die 100 Baby Challenge und dann kommt die Lucky Legacy als nächstes letzte Part und dann wieder die 100 Baby Challenge und dann wieder die Lucky Legacy. Bleh. Ich kann schon gar nicht mehr reden, aber ihr wisst schon. Einfach, dass Sims 2 jetzt quasi gerade aussetzt, bis ich dann soweit bin und dann das Sims 3 Let's Play starte. Aber das werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen, wenn das passiert. Und ich freue mich da auch total drauf. Und das ist, glaube ich, auch erstmal alles, was ich dazu sagen kann. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wie gesagt, ich bin mit dem lachenden und mit dem weinenden Auge ein bisschen hier mit dem Ende des Let's Plays. Es ging ziemlich genau ein Jahr und ich finde, das ist unheimlich schön. Aber wir sehen uns dann mit Sicherheit im nächsten Let's Play wieder oder in einem anderen Video. Bis dahin und tschüss!